Leute, was geht? Mein Name ist YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3. Damit ihr jetzt auch mal sehen könnt, wer hinter der Kamera ist, drehe ich sie mal schnell um und drehe sie gleich mal wieder um. Mein Video heute wird ein bisschen anders sein, weil es heute um zwei gute und bekannte Religionen geht. Zum einen natürlich mal der Koran und natürlich die Bibel, weil in diesen Büchern, in diesen wunderbaren zwei Nachschlagewerke, können wir wirklich etwas feststellen, was mich einfach fasziniert, wenn ich das mal so sagen darf. Fangen wir mal an mit dem Buch Genesis. Das Buch Genesis. Ich kann es jetzt nicht so gut sehen. Es ist dunkel. Meine Bude ist unaufgeräumt. Ich weiß, da hinten fehlt das Polster. Naja, was will man mehr? Hier steht wörtwörtlich, wenn man sich mal ein bisschen mit der Bibel beschäftigt: Am Anfang schuf Gott und Himmel und Erde. Die Erde war wüst und Wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gott schwebte über dem Wasser. Das ist eindeutig die Erklärung von dem Urknall vor über 5 Milliarden Jahren. Es war wüst, es war leer und dann kam später das Wasser dazu. Und das ist alles in der Bibel vorhanden. Das ist etwas Tolles. Und ich glaube einfach auch an eine Wiedergeburt. Also, wenn wir sterben, dass wir irgendwo in eine neue, ja, wir werden aber auch wiedergeboren. Ich glaube dran. Ne? Wenn wir sterben, ist noch nicht zu Ende. Der Koran fasziniert mich sowieso, weil erstens mal so viele Leute den Koran lesen. Auch viele Deutsche den Koran lesen. Unglaublich, wer das gedacht, selbst Deutsche lesen den Koran. Jawohl, natürlich. Ich weiß nicht mehr, wo der Vers ist mit den Meteoriten. Das hat mich sowieso gepackt. Meteoriten, Steine, die vom Himmel fallen, das Paradies. Das ist toll. Die Bibel, der Koran, wunderbare Religionen, wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es da draußen etwas gibt, dass es über irgendwo in diesem Raum sind bestimmt irgendwelche Geister, irgendwelche Seelen, die wir nicht sehen können, die nicht mit uns kommunizieren können. Aber sie sind da, sie können uns sehen. Wir können durch unsere Verstorbene, über unsere, durch die Verwandten, vielleicht durchgreifen. Ne? Hier könnte jetzt gerade jemand sein oder so. Ne? Unglaublich. Ich finde das etwas Tolles. Religionen sind etwas Tolles und ich bin der festen Überzeugung, dass es Geister gibt. Und jetzt frage ich euch einfach mal, habt ihr in eurem Leben schon mal irgendwas Übernatürliches erlebt? Irgendwas Besonderes? Irgendwas, wo ihr gesagt habt, hey, das war übernatürlich, ne? Zum Beispiel irgendwas hat sich bewegt, so, oder ihr habt irgendwie einen Verstorbenen im Fernsehen gesehen, oder der Fernseher ist plötzlich angegangen, oder ihr habt irgendwelche unbekannten Lichter am Himmel gesehen. Schreibt's mal in die Kommentare, ich will's einfach mal wissen. Zweite Frage: An was glaubst du eher? Oder bist du eher Christ oder bist du eher Moslem? Schreib's mal in die Kommentare. Wobei ich finde, der Koran und die Bibel sollten Brüder sein und nicht sich irgendwie bekriegen, sondern sollten Brüder sein. Und so, denke ich mal, ist das Bild gut zu sehen. Ja, haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal, euer Lukas von PlayStation 3. Und ciao.